Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Videoserie oder Playlist auf meinem Kanal. Und zwar Tutorials, Guides, Tipps und Tricks zu Heroes of the Storm. Ja, in der Tat habe ich es schon seit sehr, sehr lange, sogar seit über 3 Jahren schon, als Heroes of the Storm noch in der Beta war, geplant, Tutorials zu diesem Spiel rauszubringen, habe es dann aber nie getan. Grund dafür ist, dass ich erst gedacht habe, naja gut, damit mich überhaupt jemand ernst nimmt in meinen Guides, muss ich ja mit die Helden erstmal hochleveln. Und es wäre ganz gut, wenn ich im Rang mindestens Diamant bin, im besten Fall Master in der Heldenliga und in der Teamliga, damit überhaupt irgendjemand ernst nimmt, was ich hier erzähle. Ja, in der Vorseason war ich Rang 7, für die Leute, die es interessiert. In der Season 1 war ich Platin 2 in der Heldenliga. Season 2 war ich Diamant 5. Und in der Season 3 war ich auch Diamant 5 in der Heldenliga und fast Diamant in der Teamliga. So. Dann habe ich ein paar Seasons nicht gespielt für die Leute, die das jetzt nicht wissen und die das interessiert. Und in der aktuellen Season habe ich mit einer 59%igen Winrate Platin 4 in der Teamliga. Heldenliga habe ich noch nicht gespielt, weil mir das ehrlich gesagt ein zu hoher Aufwand ist. Durch meine Inaktivität ist mein MMR quasi auf Bronze, Silber runtergerutscht. In dem Quick Match in der Heldenliga und in der Teamliga. Und da habe ich mir gedacht, ich spiele mich erstmal in einem hoch in der Teamliga, bevor ich wieder anfange, Heldenliga oder Quick Match zu spielen. Ja, Quick Match spiele ich sowieso sehr, sehr selten. Überwiegend spiele ich Ranked. Hier, man sieht es, Modi, für die, die es interessiert, so. Relativ wenig Quick Match, obwohl ich schon für meine Verhältnisse viel Quick Match gespielt habe. Ja. Gut, so viel zum Vorwort. Also ich bin, wie gesagt, kein Profi. Ich bin kein selbsternannter Heroes of the Storm Fachmann, bin ich nicht. Aber ich denke, dass ich genug Wissen habe, um vor allem Neulingen zu helfen, besser in das Spiel reinzukommen in Heroes of the Storm, und dass ich da auch einige Tipps und Tricks habe für auch etwas fortgeschrittenere Leute, die das Spiel schon ein bisschen spielen, aber ja, die halt noch auf Bronze, Silber oder Gold sich befinden. Ich denke schon, dass ich da den einen oder anderen Tipp geben kann. Bei mir ist halt ganz ehrlich das Problem, muss ich so offen und ehrlich gestehen, wie es ist. Ich habe sehr viel Wissen, sehr viel Theorie, aber mir fällt es noch manchmal schwer, das Wissen in die Tat umzusetzen. Denn bei Heroes of the Storm ist es ja nun so, dass man da einiges bedenken muss, und das alles unter einen Hut zu bringen, dass man da ja, dann auch letztendlich Diamant oder Master wird. Das ist dann die Schwierigkeit. Ja, letztendlich habe ich mich aber dazu entschieden, jetzt trotzdem mit den Tutorials, den Guides, den Tipps und den Tricks anzufangen, bevor ich Diamant oder Master bin und bevor ich alle Helden auf Gold habe, also Level 15 plus, weil ich so befürchte, dass ich sonst niemals damit anfangen werde. Und ich denke, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt. Viele Leute wollen mit dem Spiel anfangen und haben Interesse. Und ich mache ja nun schon so lange Videos über Heroes of the Storm. Und da ist es schon traurig, dass ich noch nicht angefangen habe mit Tutorials und Guides. Obwohl das ja eigentlich immer mein Ziel war. Und ich ja auch von anderen Spielen schon diverse Tutorials und Guides gemacht habe. So. So viel zum Vorwort. Ich hoffe, euch interessiert es für die Leute, die in Heroes of the Storm schon länger unterwegs sind und die, ja, in Anführungszeichen auf meinem Niveau spielen oder besser. Für die wird diese Serie zu 80-90% vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber das ist nun mal so. Wie gesagt, ich fokussiere mich da hauptsächlich auf die Leute, die gerade erst mit dem Spiel anfangen,
die noch den einen oder anderen Tipp gebrauchen können. Und dann arbeite ich mich langsam vor und beschäftige mich selber auch noch mal intensiver mit dem Spiel. Fang noch mal ganz vorne an. Was ist das überhaupt für ein Game? Was muss man bedenken? Und so ein paar, ja, Beginner-Guide halt. Und wer weiß, vielleicht entwickle ich mich dadurch auch zu einem besseren Spieler im Laufe der Zeit, wenn ich so mal meine 20, 30 Tutorials gemacht habe und kann dann auch für die fortgeschrittenen Leute dann den einen oder anderen Tipp mitgeben. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, das ist so mein erstes Video, was so ein bisschen die Playlist ins Leben rufen soll. Und ich bin auf jeden Fall immer gespannt auf Feedback. Das heißt, ich freue mich über Kommentare aller Art, konstruktive Kritik, aber auch sehr gerne Lob oder ja, Verbesserungsvorschläge. Ich kann noch nicht versprechen, in welchem Intervall, also wie oft ich diese Tutorial-Guide-Videos mache, aber ich habe jetzt schon geplant, das öfters mit einfließen zu lassen und mal gucken. Ja, ich freue mich über euer Feedback, Kommentare und so weiter. Und auch die Leute, die schon länger Heroes of the Storm spielen, könnt sehr gerne euren Senf dazu abgeben in den Kommentaren. Wie gesagt, ich bin kein Guru und ich bin auch kein selbsternannter Pro-Gamer. Also wenn da in den Kommentaren ein bisschen über meinen Guide diskutiert wird und da bessere Spieler als ich auch ihre Meinung zu abgeben, dann finde ich das auf jeden Fall eine super geile Sache. Und da können meine Zuschauer oder auch die Anfänger, gerade die Anfänger, die meine Videos gucken, auch durch die Kommentare profitieren. Deswegen mein Aufruf an alle, ich würde mich freuen, auch das ein oder andere in den Kommentaren zu lesen. Okay, genug gelabert. Jetzt stürze ich mich dann schon mal auf den ersten Guide, den ich machen möchte. Ich hoffe, euch gefällt's und bis zum nächsten Mal.